Hey Leute, ich bin's wieder, euer Icy und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Angel News. Leute, da ist man einmal eine Woche im Urlaub und schon bricht die ganze Angelwelt zusammen. Naja, fast. Ich bin auf jeden Fall wieder da. Leute, Angel News kommen wie gewohnt. Ich hatte ein bisschen vorproduziert, ihr habt eine Angel News gesehen, sogar ein Fishing-Video habe ich wieder online gestellt. Ein paar werden auf jeden Fall dieses Jahr noch kommen. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Mein Zeitplan ist natürlich immer strikt. Was sind eigentlich meine Haare hier? Egal. Und ein paar Dinge sind passiert in der einen Woche. Die würde ich euch heute gerne mitteilen. Das sind nämlich dann die aktuellen Angel-News. Benny angelt, hört auf. Catch and Clean Day 2021, Nachtangelverbot gekippt, dänische Nordsee in einer App. Für alle, die noch nie gesehen haben, wie ein Bergsee besetzt wird, die sollten auf jeden Fall dranbleiben. Und falls auch du immer auf dem aktuellsten Stand der Angelszene sein willst und nichts mehr über das Thema Angeln verpassen willst, dann lass jetzt ein Abo da und sei immer live dabei, wenn es heißt Angel News. Alles rund ums Angeln. Leute, da ist man eine Woche nicht da und schon hört eine Legende der Szene einfach auf. Benny angelt hat in der Woche meines Urlaubs ein Video gedroppt, in dem er gesagt hat, dass er mit dem Angeln auf YouTube aufhören wird. Dafür gab es einige Gründe. Das Video, wo er diese Gründe benannt hat, ist offline und sein ganzer Kanal ist auch offline, genauso wie sein Instagram. War für mich schon schwierig, auf jeden Fall überhaupt so ein geiles Foto von ihm da rauszusuchen mit so einem super geilen Hecht. Petri nochmal an der Stelle war bei einem Deadbait-Ansitz. Kanal ist weg, Instagram ist weg, Benny angelt weg aus der Szene und die Gründe dafür sind einige. Zum einen, dass sich der zeitliche Aufwand in Bezug auf die Qualität der Videos etc. nicht mehr ausgezahlt hat. Benny brauchte mehr Zeit für Familie und Freizeit. Immer dieser Druck, hey, ich muss wöchentlich abliefern, ist auch Stress. Und Angeln ist halt auch einfach so, du kannst manchmal gar nicht abliefern. Und dann will man auch so Videos ohne Fisch und so auch nicht zeigen, wo das Angeln ist etc. Ihr wisst ja, wie das ist. Ich habe mal eine Kritik zum Angeln auf YouTube gemacht und wer es noch nicht gesehen hat, kann sich mal reinziehen. Es war ungefähr, als ich angefangen habe, vor circa einem Jahr, eineinhalb Jahren und so, habe ich diese Kritik hochgeladen. Ungefähr passte das da so mit rein. Aber auf jeden Fall war das auch einer dieser Argumente. Ein weiteres Argument war, dass er sich häufig rechtfertigen musste über die Dinge. Hey, warum releasest du jetzt? Warum nimmst du den Fisch mit? Warum machst du das? Warum machst du dies? Willkommen im Internet. Na, so ist das leider. So nimmt jedes Hobby seinen gewissen Drive mit und so gehen manche Kommentare einfach richtig auf den Senkel, was ich absolut verstehen kann. Wenn man dann keine dicke Haut hat, dann nervt das halt auch. Das kann ich absolut verstehen und kann einen das Hobby vermiesen. Und so meinte Benny, dass das Ganze in den 7 Jahren, wo er jetzt das Ganze schon macht, einen ganz ekligen Drive genommen hat und das Ganze schon sehr verstärkt ist. Allein schon das Argument Zeit als auch der Aufwand, den man aufbringen muss, um regelmäßig Videos zu machen, kann ich absolut nachvollziehen, dass man da gerne auch einfach mal anders angeln möchte, ohne Kamera vielleicht, einfach mal in der Ruhe das Angeln auch mal genießen, weil so bekommt das Angeln auch mal so einen Punkt, dass das Angeln nicht mehr im Vordergrund steht, sondern einfach nur noch das Video und vielleicht sogar die Zahlen. Ich wünsche Benny auf jeden Fall alles, alles Gute für die Zukunft. Vielleicht sieht man sich ja mal irgendwo auf irgendeiner Messe oder irgendwo, wer weiß, vielleicht sogar im Wasser. Man wird sehen. Alles, alles Gute, Benny. Hast einen coolen Kanal gehabt. Pass gut auf dich auf und alles Gute für die Zukunft. Eine weitere Sache, die in meinem Urlaub stattfand, ist, Leute, der Catch and Clean Day am 17.07.2021. Der Catch and Clean Day war ein voller Erfolg. Es gab Resonanzen im dreistelligen Bereich auf Instagram. Viele Leute haben wirklich daran teilgenommen, haben sich ein Herz genommen und sind rausgegangen ans Wasser und haben diesen Tag ernst genommen und haben ihr Gewässer, an dem sie geangelt haben,
gereinigt, Leute. Mit den geilen Müllsäcken von Catch and Clean, die man selber mit Aufkleber vom Angelverband Niedersachsen etc., die sich extra Mühe gegeben haben, bestellen konnte im Vorhinein. Eine super Organisation im Vorhinein mit den Vereinen aus Niedersachsen, die daran teilnehmen konnten. Und gleichzeitig eine geile Organisation mit Gewinnspielen für jeder Mann, der an den Catch and Clean Day teilnehmen wollte und konnte. Ich hatte tatsächlich den Müllsack und die Müllsäcke und alles dabei. Ich habe es nicht geschafft, ans Gewässer an dem Tag zu kommen. Aber genau das ist ja auch der Punkt. Catch and Clean Day ist jeden Tag, genauso wie Valentinstag eigentlich jeden Tag ist, so sollte man einfach den Catch and Clean Day natürlich so beibehalten, wie er ist. Und ich hoffe, er findet auch die nächsten Jahre auch noch regelmäßig statt. Ich drücke euch die Daumen, Jungs, dass es weiter klappt und dass es auch noch größer wird. Das wäre natürlich insane geil. Aber Leute, in jedem Herzen von uns Anglern sollte der Catch and Cleaner stecken und in jedem Kopf sowieso. In dem Sinne, geiler Erfolg, Catch and Clean Day 2021. Hier wurde auf jeden Fall Geschichte geschrieben. Eine sehr schöne Nachricht ist circa vor 6 Tagen passiert. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist gerade der 20.07. Leute. Am 14. Juli kippte das Verwaltungsgericht das Nachtangelverbot in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg war zu dem Zeitpunkt immer noch das Bundesland, das einzige Bundesland, an dem ein Nachtangelverbot existierte. In keinem anderen Bundesland existierte in den Angelvorschriften ein Nachtangelverbot. Nachdem am 13.04.2016 der LFVBW einen offenen Brief an die Landesregierung geschickt hatte mit sehr viel Argumentationen gegen dieses Nachtangelverbot, fanden mehrere politische Gespräche statt. 5 Jahre später ist es endlich soweit. Und zwar kann ich hier offiziell gerade sagen, als Update auf der DLV-Seite steht, es ist geschafft, das Nachtangelverbot ist gefallen. Gerade hat uns die Nachricht erreicht, dass das Land das Urteil des Gerichts akzeptieren und kein Rechtsmittel einlegen will. Vielmehr will das Land das Urteil umsetzen und die Norm zeitnah anpassen. Also, das Nachtangelverbot aus der Landesfischereiverordnung von Baden-Württemberg streichen. Das heißt, Leute, in Zukunft soll das Nachtangeln in Baden-Württemberg wieder stattfinden können. Den Artikel dazu, den ihr detailliert nachlesen könnt, wann und wie da was passiert ist, welche politischen Gespräche, verlinke ich euch unten. Es wurde auf mehreren Seiten darüber berichtet. Natürlich beim DRV als auch beim Netzwerk Angeln findet ihr super detaillierte Berichte dazu. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachlesen und alle Leute, die aus Baden-Württemberg kommen, meinen herzlichen Glückwunsch. Fans der jütländischen Westküste, aufgepasst, und an alle Dänemark- und Nordsee-Fans, Leute, auch aufgepasst. Ich selber bin ein riesengroßer Dänemark-Fan, also vom Brandungsangeln als auch zum Meeresfischen allgemein. Aber Leute, eine neue App mit dem Namen Westküsten oder Festküsten ist herausgekommen und diese App versammelt alle guten Orte oder Wanderwege, Strandwege etc. rund um die dänische Nordsee. Dort könnt ihr gucken, hey, was sind die besten Orte, Ferienhäuser, wo kann man gut hin, was sind die Hotspots, wo nicht. Und gleichzeitig kann man da natürlich gucken, hey, kann ich da gut am Strand angeln, kann ich meine Kinder unterbringen, kann ich dort vielleicht irgendwas anderes machen. Leute, auf jeden Fall eine gute App, die die Nordseeküste von Dänemark auf jeden Fall gut zusammenfasst und man dort auf jeden Fall reinschauen kann. Frage an euch, benutzt ihr solche Apps? Benutzt ihr gerne so Ort-Apps oder so? Oder schaut ihr einfach auf der Karte, um euren Angelurlaub oder euren allgemeinen Urlaub zu planen? Ich schaue immer mal gerne nach, hole meine Informationen immer ganz gerne aus allen möglichen Quellen und Bereichen. Und da finde ich solche Apps immer ganz angenehm, besonders auch vor Ort immer ganz cool, wenn man dann noch nicht genau Recherche betreiben konnte, optimal. Auf jeden Fall eine weitere Möglichkeit, um zu schauen, ob man an gewissen Stränden vielleicht gut angeln kann oder auch nicht. Checkt einfach mal aus, an jeglichen Dänemark-Besucher vielleicht etwas ganz Gutes. Musik.
Habt ihr schon mal gesehen, wie Bergseen besetzt werden? In Utah gibt es viele Bergseen, die auch stark befischt werden, die auch dann regelmäßig besetzt werden müssen. Und dort kommen nicht mal eben irgendwelche Fahrzeuge hin. Nein, das Ganze wird mit Flugzeugen gemacht, Leute. Und jetzt schaut euch das hier mal an, das Bild. Da werden die Fische aus einem Tank, aus dem fliegenden Flugzeug, in den See gepresst. Leute, unglaublich, unglaublich. Dazu haben wir noch ein Video, das gucken wir uns jetzt mal an. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, ey, das muss ich einfach kurz in die Angel News mit reinbringen. Das müsst ihr euch mal angucken. Hier sehen wir das Flugzeug. Wie fliegt man da? Leute. Einfach irre, oder? Hier sind nochmal kleine Fische, die da drin sind. Aber hier, ich zeig's euch nochmal. Hier ist der Tank und hier geht's dann los. Einfach irre, oder? Einfach irre. Ich frag mich, ob die wirklich auch alle im Teich ankommen oder ob hier auch ein paar natürlich hier auf dem Land landen. Auf jeden Fall soll die Besatzungsmethode sehr schonend sein. Laut den Durchführern sozusagen. Ja. Sieht auch sehr schonend aus. Muss man sagen. Krass. Den Rest des Videos könnt ihr euch natürlich reinziehen. Ich lasse euch natürlich einen Link zu dem Video unten. Aber sowas habe ich selbst noch nicht gesehen. Und muss euch das einfach mal zeigen. Und das war sie wieder. Die eine Folge Angel News diese Woche, Leute. Und ich hoffe, ihr konntet gut was mitnehmen. Schade, um Benny angelt leider. Aber was soll man machen? Habt ihr erkannt, ich habe eine neue Beleuchtung? Ha? Neues, dickes Ringlicht. Herzlichen Dank hier draus an Elgato, mein Partner in Crime sozusagen, für geiles Lichtsetup und Soundsetup etc. Dies, das. Herzlichen Dank an Elgato an dieser Stelle. Leute, falls ihr am Wasser seid, lasst es euch gut gehen. Ein dickes Petri. Schreibt ruhig einen Kommentar hier drunter. Eure Meinung interessiert mich wie immer sehr und ich freue mich auf eine rege Diskussion. Und ein Abo wäre natürlich auch nice. Und natürlich einen Daumen nach oben. Ne? Ist doch klar. Ist doch klar. Lasst es euch gut gehen. Das ist das Allerwichtigste. Gesundheit. Passt gut auf euch auf. Bis dahin. Euer Icy.